Guten Abend, Monsieur. Was? Wo ist mein Hummer? Du hast ihn bestimmt gegessen. Das war ein Scherz. Ja. Ich habe einen mit Rückenschmerzen im 18. Heute Nacht bist du allein. Du nervst, ey. Du hattest eine Fahne. Ach, so ein Unsinn. Ich weiß, dass Weihnachten hart für dich ist, aber irgendwann werde ich dich nicht mehr decken können. Ich kriege das im Griff. Was machst du denn da? Ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt haben, aber ich wurde angefahren. Geht's? Ich brauche niemanden. Lassen Sie mich helfen. Kein Problem, ich habe damit Erfahrung. 1, 2, 3. Ja! Scheiße. Ich kann heute nicht mehr arbeiten. Kann ich noch was tun? Na? Hören Sie mich nicht? Ich höre dich bestens. Entspann dich. Mach, was ich dir sage. Und alles wird gut gehen. Doktor. Ja, der bin ich. Ich habe sehr starke Bauchschmerzen und ab und zu Krämpfe. Er soll in die Notaufnahme gehen. Versuchen wir es doch ohne Krankenhaus. Tja, Freundchen, jetzt hast du dir was eingebrockt. Da kommst du nicht mehr raus. Haben Sie mir was zu sagen, lieber Kollege? Da ist eingetrocknete Scheiße, die schlichtweg sein Arschloch verstopft. Und du hast ihm gerade angeboten, ihn zu entkorken. Jetzt verstanden? Natürlich. Wärst du so nett, bevor du das Lenkrad anfasst? Alles klar. I love my job today. Guten Abend, hier ist der Dr. Nanü Nani Nani. Mamu Mani, verflucht. Wir messen deine Temperatur. Wie funktioniert das nochmal? Die Körpertemperatur beträgt 32 Grad Celsius. Gut, nochmal und diesmal bitte an der Stirn messen. Guten Abend, Doktor. Guten Abend, Doktor. Willst du einen Schluck? Nein, danke, nicht im Dienst. Au, Doktor, was habe ich denn? Sie haben sich nur eingepinkelt, das war's. Auf keinen Fall. Malek, es kann sein, dass Ihre Fruchtblase geplatzt ist. Doktor.